Hallo, herzlich willkommen zum heutigen Coronavirus-Update. Mit dem heutigen Update möchte ich Ihnen eine Computersimulation zur Ausbreitung des Coronavirus über die Welt vorstellen. Genauer gesagt zur Ausbreitung des Coronavirus über eine hier im Modell vorliegende Modellwelt. Und ja, dieses Modell ist deswegen interessant, weil wir im Rahmen dieser Computersimulation all diejenigen Parameter und Stellschrauben, also zum Beispiel die Ansteckungsrate, die Erholungsrate, die Sterberate, aber auch die Frage, was bringen Reisebeschränkungen und das sogenannte Social Distancing, all diese Parameter und Stellschrauben können wir im Rahmen des Modells untersuchen und auf ihre Auswirkungen und Wirksamkeiten überprüfen. Und ja, wir können also die Entwicklung der Epidemie ganz anschaulich hier in unserer Modellwelt nachvollziehen. Sie sehen jetzt hier gerade so ein, ja, sozusagen so ein Screenshot eines bestimmten Zeitpunktes. Wir werden das Ganze gleich loslaufen lassen. Und was Sie hier an der Seite sehen, in diesen Plots an der Seite, ja, das sind also die Verläufe der einzelnen Teilpopulationen unserer Population. Und zwar gibt es in unserem Modell 3 Zustände, die man einnehmen kann, ja eigentlich 4, also wenn man Tod als Zustand noch dazu rechnet. Und zwar die 3 Zustände des Modells sind, man kann als Teilnehmer dieser Simulation entweder empfänglich sein für die Infektion, das heißt, man war bisher gesund, hat sich bisher nicht angesteckt, dann ist man susceptible, also empfänglich für die Simulation, das heißt im Jargon der Epidemiologie susceptible. Oder man ist bereits infiziert, dann ist man also infected. Oder man hat sich von der Infektion schon wieder erholt und hat eine Immunität aufgebaut. Dann ist man im Zustand R. R steht für recovered. Und ja, wenn Sie den Kanal verfolgen, dann wissen Sie möglicherweise, dass wir hier in den letzten Tagen auch schon ein ganz ähnliches Modell auf Basis von Differentialgleichungen, von gewöhnlichen Differentialgleichungen diskutiert haben. Auch in diesem Kontext mit Differentialgleichungen gibt es diese Zustände susceptible, infected und recovered. Und man spricht dann von einem SIR-Modell. Und hier in der vorliegenden Simulation haben wir es also mit einer SIR-Simulation zu tun. Und ja, Sie sehen im Moment hier auf unserer Modellwelt drei Arten von farblich markierten Individuen, nämlich gelb, rot und grün. Und ja, diese drei farblichen Markierungen, die entsprechen gerade den 3 von mir genannten Systemzuständen oder Personenzuständen. Nämlich die grün markierten Individuen sind diejenigen, die sich bisher nicht angesteckt haben. Die rot markierten sind die aktuell Infizierten. Und die gelb markierten, das sind diejenigen, die bereits eine Immunität nach Durchmachen der Krankheit erworben haben. Und ja, wenn Sie hier genau hinschauen, sehen Sie, es gibt hier im augenblicklichen Zustand sehr viele gelb markierte Individuen. Das heißt, wir betrachten hier jetzt gerade einen Zustand, der sehr spät im Verlauf so einer Infektionswelle auftritt. Es gibt also jetzt hier schon eine breite Herdenimmunität in der Bevölkerung. Sehr viele Personen sind bereits immun gegen das Virus und das Virus ist nicht mehr sehr weit verbreitet. Es gibt nur noch einige wenige rot markierte, also infizierte Personen. Aber das ist sozusagen schon fast der Endzustand. Sie sehen auch hier schon an der Seite, dass die Infektionswelle im Wesentlichen schon abgelaufen ist. Wir starten aber mal am Anfang. Wir begeben uns mal an den Anfangszustand der Epidemie. Dazu drücke ich hier Setup. Jetzt wird unsere Modellwelt aufgebaut. Die gesunden Individuen werden zufällig über unsere Modellwelt verteilt. Ich kann Ihnen an dieser Stelle, während sich das aufbaut, noch ein bisschen was sagen über die sogenannte Topologie unserer Modellwelt. Unsere Modellwelt ist von der Form eines Torus, das heißt, oder eines Donut, etwas anschaulicher gesprochen. Das heißt nichts anderes, als dass diese linke Kante hier mit der rechten Kante verklebt ist, sodass man so eine Rolle bekommt. Also aus diesem Kasten, den Sie hier sehen, wird dann eine Rolle. Und die obere Kante ist mit der unteren Kante verklebt.
sodass Sie also, wenn Sie eine Rolle nehmen und dann die beiden Enden miteinander verkleben, da bekommen Sie einen Donut. Und so ist unsere Modellwelt gestrickt. Und das ähnelt natürlich der realen Welt insofern, als dass man ja auch einmal um die Erde herumgehen kann in jeder Richtung. Und dann kommt man wieder an den Ausgangspunkt. So, ich beschleunige das Ganze mal ein bisschen, damit sich unsere Modellwelt ein bisschen schneller aufbaut. So, jetzt sehen Sie also, wir haben hier so einen Ausgangszustand über die Karte verteilte gesunde Individuen in grün. Und wenn Sie genau hinschauen, sehen Sie auch jetzt einige rote Individuen. Wir haben also jetzt zufällig über die Karte verteilt infizierte Personen. Im Moment haben wir eine Populationsgröße von 5000 und von diesen 5000 sind im Moment 95 Personen infiziert. Und ja, Sie sehen hier unten auch die Wahlmöglichkeiten hier für unser Modell. Wir können also die Ansteckungsrate, die Erholungsrate, also das heißt, wie schnell genesen die Patienten nach einer Ansteckung, die Sterberate und die Reisefreudigkeit, all das können wir einstellen. Aber lassen wir das Ganze mal loslaufen. Sie sehen also jetzt unsere Population, unsere Individuen bewegen sich über die Karte. Und wenn Sie hier rechts gucken, sehen Sie, die Zahl der Infektionen geht nach oben. Diese roten Dreiecke entsprechen, wie gesagt, den infizierten Personen. Ich beschleunige das Ganze noch mal ein bisschen. Jetzt geht also die Zahl der infizierten Personen relativ steil nach oben. Und ich halte mal eben an, damit wir nochmal einen kurzen statischen Blick auf das Ganze werfen können. Jetzt sehen Sie, dass zu diesem Zeitpunkt bereits die ersten Personen die Infektion durchgemacht haben, sind also jetzt hier gelb markiert und sind also immun. Und ja, das sehen Sie auch hier in diesem Graph. People recovered geht nach oben. Und ja, es sind bereits 121 Opfer im Moment zu beklagen. Und natürlich wird hier oben von unserer Population von Susceptibles, ja, da geht es im Grunde nur nach unten. Also wer einmal den Zustand Susceptible verlässt, kann ja nie wieder in diesen Zustand hereinkommen. Das sehen Sie auch hier in diesem Differentialgleichungsmodell. So, da musste ich mal eben unterbrechen, da meine Katze spielen wollte. Also wir sind jetzt hier in einem Zustand, wo sich die ersten Resistenzen bereits in der Population gebildet haben. Wir gehen mal weiter. Wenn Sie hier unten mal schauen, sehen Sie, dass wir im Moment einen Wert Traveling 20 haben. Das heißt, ja, das ist also das maximal hier Mögliche. Die Individuen bewegen sich relativ stark oder relativ schnell über unsere Landkarte. Wir werden gleich noch sehen, was das für Auswirkungen hat, wenn wir diese Traveling-Rate runtersetzen. Das heißt also, wenn wir Reisebeschränkungen und implizit auch Social Distancing einführen. Jetzt sehen Sie gerade einen ganz interessanten Verlauf hier in dieser Simulation. Die Anzahl der Personen, die Krankheit durchgemacht haben und die eine Immunität erworben haben, geht steil nach oben. Und gleichzeitig haben wir hier bei der Zahl der Infektionen ein Plateau überschritten. Und das heißt also, die Zahl der Infektionen, ich halte mal eben an, damit wir das diskutieren können, die Zahl der Infizierten hat jetzt hier das Maximum überschritten. Wir haben also den Hochpunkt der Infektionswelle mittlerweile überschritten. Die Anzahl der immun gewordenen Personen ist in die Höhe geschnellt. Und was wir jetzt im weiteren Verlauf sehen werden, ist, dass zwar nach wie vor Personen sterben, aber ja, die Zahl der Infizierten wird jetzt exponentiell abfallen. Und zwar, ja, das ist eben gerade die Herdenimmunität, über die Sie in den letzten Tagen auch sicherlich schon gehört haben. Die Herdenimmunität besteht also ganz einfach darin, dass die infizierten Personen um sich herum nicht mehr genug andere Personen finden, die sie anstecken können, um sozusagen die
Epidemie weiter ausbreiten zu können. Wenn Sie hier zum Beispiel mal schauen, hier exemplarisch, diese infizierte Person ist hier umgeben von Personen, die bereits oder fast ausschließlich umgeben von Personen, die bereits die Infektion durchgemacht haben. All diese gelben Personen um diese grüne hier. Nur noch eine Person könnte hier angesteckt werden. Und das ist also der Grund, warum die Infektionswelle dann jetzt also abflaut, wie es jetzt hier gerade andeutet. Wir gehen mal noch ein Stück weiter. Ja, jetzt sehen Sie also diesen abnehmenden Verlauf der Infektionswelle. Nach wie vor steigen die Todeszahlen. Das erklärt sich dadurch, dass Personen, die infiziert sind, natürlich nach wie vor mit der gleichen Wahrscheinlichkeit sterben, wie es zu jedem Zeitpunkt war. Nur eben die Möglichkeit, neue Personen anzustecken, die ist dann nicht mehr gegeben, wenn wir diese Herdenimmunität, die wir jetzt hier gerade in der Bevölkerung beobachten, eben vorliegen haben. Und ja, ich beschleunige das Ganze noch mal ein bisschen. Und na, eigentlich muss es nicht sein, wir sind ja gleich am Ende der Infektionswelle. Wir warten mal eben kurz noch auf das Ende der Infektionswelle, dann können wir noch eine weitere Sache anschauen. So, jetzt habe ich die Simulation noch mal auf den Anfangszustand zurückgesetzt. Wir haben also jetzt wieder eine Population von 5000 minus 95 gesunden Individuen, also 95 Infizierte sind verteilt über die Welt. Und im Gegensatz zu eben haben wir jetzt Reisebeschränkungen eingeführt. Wenn Sie sich erinnern, wir hatten hier eben diesen Schieberegler Traveling bei 20. Jetzt haben wir also einen Wert von 0,94. Das heißt, die Individuen in unserer Simulation bewegen sich jetzt noch in ganz geringer Weise fort. Bedeutet natürlich auch, dass sie sehr viel weniger Kontakte mit neuen Personen haben werden. Das heißt, die Infektion wird sich jetzt weniger stark ausbreiten. Wir gucken uns das Ganze mal in einem Modelllauf an. Also starten wir. Ja, jetzt kann man schon das erste neue Charakteristikum sehen, jetzt hier mit diesen Reisebeschränkungen. Und zwar, die Infektionen bleiben jetzt mit diesen Reisebeschränkungen lokal auf Cluster beschränkt. Also wir haben hier so einen Cluster und wir sehen, dass während sich dieser Cluster ausbreitet oder während dieser Cluster wächst, wachsen auch um diesen Cluster herum und in diesem Cluster schon Populationen von Personen heran, die die Krankheit bereits durchgemacht haben. Und wir werden also gleich sehen, dass ich hier solche Banden von immungewordenen Personen um die Cluster von Infizierten bilden. Und das wird die Ausbreitung der Epidemie stoppen. Ja, also hier sieht man solche Cluster von immungewordenen Personen, die also die Krankheit bereits durchgemacht haben. Und was wir hier auch schon sehen in unserem Verlauf, die Zahl der Infizierten schießt also nicht in die Höhe, wie wir das eben gesehen haben. Da hatten wir ja eine exponentielle Zunahme von Infizierten am Anfang der Infektionswelle. Wir sehen jetzt hier, die Anzahl der Infizierten bleibt zu jedem Zeitpunkt deutlich geringer als eben. Und ist jetzt auch schon wieder im Abflauen begriffen. Wir lassen das Ganze nochmal ein Stück weit weiterlaufen. Ja, und jetzt sehen wir also, die Zahl der Infizierten ist durch diese Reisebeschränkungen ganz stark zurückgegangen. Und was wir auch sehen ist, die meisten Personen in unserer Bevölkerung sind nach wie vor grün, wurden also im Laufe dieser Epidemie überhaupt nicht angesteckt. Und das ist natürlich das, was wir auch erreichen wollen mit den jetzt im Moment von der Bundesregierung verordneten Maßnahmen, Reisebeschränkungen und Social Distancing. Jetzt kann man in diesem Modell noch sehr viel weiter untersuchen, nämlich man kann die Ansteckungsrate untersuchen. Damit kann man unter anderem modellieren, wie verhält es sich, wenn das Virus mutiert und zum Beispiel ansteckender würde. Das können wir untersuchen. Wir können untersuchen, welche Auswirkungen wird es haben, wenn das Virus ansteckender wird oder auch nicht. Und wir können die Sterberate untersuchen. Und dazu dann also mehr in nachfolgenden Videos zu diesem Modell. Bis hierhin vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal.